Könnten Sie sich bitte ganz kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Elke Noll. Ich bin hier geboren. Ich bin 62 Jahre alt und ja, die Kirche ist mein Zuhause im Moment. Ich fühle mich ein bisschen heimatlos, weil ich habe ein Zimmerapartment in Pech. Da bin ich nicht zu Hause. Hier habe ich einen Rohbau. Da fühle ich mich auch nicht so richtig wohl. Und ja, bei der Arbeit, ich bin Altenpflegerin bei der Caritas. Und das ist für mich jetzt im Moment die Normalität. Es ist kein einfacher Beruf, weil ich ja mobil unterwegs bin. Aber ja, das ist im Moment für mich ein Stückchen Normalität. Und damit kann ich das Ganze gut kompensieren. Hier ist Dernau. Hier ist da, ja. Das ist meine Heimat. Seit 62 Jahren? 62. Ich bin hier geboren. Ich bin hier in der Kirche getauft worden. Ich bin in der Kirche zur Kommunion gegangen. Ich habe in der Kirche geheiratet. Wir waren 40 Jahre verheiratet. Mein Mann ist letztes Jahr leider verstorben. Mein Beileid. Ja. Das ist, ja. Und ich fühle mich im Moment ziemlich alleine. Ich habe zwar zwei Kinder, aber die Kinder haben auch Familie und wohnen nicht hier. Und ja, ich muss meinen Weg alleine gehen. Und hier die Kirche, die gibt mir Kraft und Hoffnung. Und ja, und für mich gibt es halt unser Herrgott, der Lichtblick, der mir den Weg zeigt und mich zum Ziel führt. Und wir hatten ja heute das Thema und fand ich sehr gut und ja, ich werde meinen Weg gehen und er gibt mir die Kraft dazu. Es gab zahlreiche Helfer, die in Dernau waren, ja. Also freiwillig, Bundeswehr, Polizei, technisches ja. Hilfswerk. Ja. Waren da Lichtblicke schon zu erkennen ja. in den letzten Monaten? Ja. Die haben alle geholfen. Wir sind so dankbar. Ohne die hätten wir das gar nicht alles geschafft. Weil die Tage nach der Flut, das war so schlimm. Das war ja ein Scheiterhaufen, kann man sagen. Alles durcheinander, Schlamm. Das war also furchtbar, war wirklich furchtbar. Und sie kamen von alle her. Unsere Tochter, die wohnt im Saarland und die hat so viele organisiert. Und die kommen alle und haben geholfen, mit dem Schlamm aus den Häusern zu tragen, mit Eimer. Und das war also schon... Es war schon sehr viel, ja. Aber wenn Sie jetzt sagen, Sie sind ja nicht ganz alleine, sondern Gott ist mit Ihnen. Gott ist mit mir, er trägt mich. Er trägt mich, fühle ich. Also das ist für mich schon, wenn ich ihn nicht hätte, ja. Und hier alleine in der Kirche bin ich auch sehr gerne, weil es ruhig und still ist und ja. Man kann seine Gedanken nachgehen. Und das ist ein schönes Bild. Und es, ja. Wie geht es steinig? Traurig. Aber auch ein bisschen Hoffnung. Und wir brauchen einen ganz, ganz langen Atem, ehe es soweit ist, eben alles wieder schön aufbauen. Aber das machen wir. Schaffen wir auch. Wie ist denn der Stand in Ihrem Rohbau? Ja, wir haben also Estrich raus, wie in allen Häusern, Estrich raus, der Putz von den Wänden. Ja, im Moment sind wir am Trocknen und warten halt, der Wind, der steht davor. Wir müssen heizen, wir müssen die zumachen dann halt, damit die Rohre und die Leitungen nicht frieren, weil die sind ja immer noch voll Schlamm. Da kommen wir ja nicht ran. Und ja, es dauert. Wir brauchen einen langen Atem, wie das Ganze. Ja. Aber wir schaffen es. Hier in den Glaskästen in der Kirche sieht man die Traueranzeigen. Ja. Wie viele Menschen ungefähr hat Dernau verloren durch die Flut? Ja, wie viele? Zu viele wahrscheinlich. Zu viele. Zu viele. Zu viele. Wie geht man da um mit der Trauer, wenn so ein großes Unglück über ein Dorf kommt?
Man ist fassungslos, man weiß nicht, was man sagen soll. Man tröstet, man hilft einander. Ja. Mehr kann man ohne Worte, mehr kann man nicht tun. Wir haben einer Traueranzeige entnommen, dass eine junge Feuerwehrfrau hier im Dorf ihr Leben geopfert hat, auch um zu helfen. Das, ich glaube, das gibt gerade auch. Volljährig geworden. Ja, was soll man dazu sagen? Das ist, viele schaffen es nicht. Und es ist auch ein Stück, ja, man ist machtlos. Es ist geschehen, es ist passiert. Sie konnte es nicht tragen und ja. Das Jahr neigt sich dem Ende. Wie blicken Sie auf das kommende Jahr? Was wünschen Sie sich? Ja, was wünsche ich mir? Viel Kraft, Durchhaltung, dass man durchhält. Ich meine, jetzt kommt die dunkle Jahreszeit, die traurige Jahreszeit, die einsame Jahreszeit, auch für viele ältere Menschen. Und ich bin eigentlich froh, dass das Dorf hier errichtet wird, dass die älteren Menschen, die auch weiter weg wohnen, dass die wieder zurückkommen, damit die nicht alleine sind, damit die am Geschehen, die leben auch ihr ganzes Leben hier, damit die teilnehmen können und ja. Und ich hoffe, es werden auch hier im Abendlob, dass ich denke, wenn die wieder da sind, dann kommen auch wieder mehr ältere Menschen in die Kirche. Und das ist schon, wir haben in der Taganova haben wir auch, machen wir immer so ein Kränzchen, Kaffeekränzchen, das ist auch sehr schön. Und ja, da spielen, da sitzen die alten Herrschaften und trinken Kaffee, singen Lieder und freuen sich eigentlich, dass sie noch am Leben sind. Und es ist für die eine sehr, auch eine sehr, sehr schwere Zeit. Sind auch kirchliche Lieder, die gesungen werden? Es sind kirchliche Lieder, es sind fröhliche Lieder, es sind alles, ja, was ihnen gerade so in den Sinn kommt. Das ist schön. Es ist einfach eine Gemeinschaft. Und ja. Die Menschen hier in Dernau haben, wie gesagt, viele Häuser verloren. Es sind, glaube ich, um die 90% ungefähr, ne, der Häuser betroffen. Haben Sie da zufällig eine Zahl? Oder? Nee, habe ich jetzt nicht so. Aber, es sind also, viele, wenn ich viele jetzt von betroffen. Der Arbeit komme, ich habe im Moment Frühdienst, wenn ich von der Arbeit komme und fahre dann die A hoch und sehe das und komme dann so jetzt in. Und dann macht dann auch einen, das wird, ich merke nur einfach so offen, da fehlt wieder ein Haus und da fehlt wieder ein Haus. Und das stimmt einen unheimlich traurig. Das nimmt einem die Stimme manchmal und denkt, es wird immer lichter. Und man kann manchmal jetzt vom Oberdorf, wo die Wingertstraße, die ist ja gar nicht betroffen, da kann man fast bis auf die Hauptstraße da unten gucken, weil so viele Häuser weg sind. Und das ist schon sehr, sehr schmerzhaft und traurig. Und wir fallen ja noch mehr Häuser. Ne? Also es kommen noch mehr Häuser weg und das ist fast unfassbar. Ja, Sie fühlen sich heimatlos, obdachlos. Was glauben Sie, wie lange wird es dauern, bis Sie sich hier wieder heimatlich fühlen können in Dernau? Jahre. Da bin ich von, nee, das geht nicht so schnell. Jahre? Ja, ehe das Ganze wieder so wird, es muss wieder wachsen, die Natur muss wieder aufrecht, muss wieder erblühen und das wird schon, die Häuser müssen wieder stehen, es muss wieder Wärme reinkommen. Wenn ich jetzt auch hochkomme oder so, der Wald, der sieht, die Blätter, die sehen, auch die Weinberge, die sehen einfach grau aus. Im Moment ist alles staubig und das ist nicht so schön. Man sieht, dass die Bäume oder unsere Natur, dass sie richtig leidet. Also nicht nur wir leiden, sondern die Natur auch. Das ist. Und wenn man jetzt die Ader so hinplätschern sieht, kann man gar nicht sagen, wie machtvoll, wie es ist unfassbar, wie groß die geworden ist und ja, wie reißend und wie brutal.
ich hatte an dem Abend, mein Glück war es halt, an dem Abend, ich hatte Spätdienst und deshalb ist mir nichts passiert. Unser Hund war allein zu Hause und gut, aber ist leider auch weg, ertrunken. Das tut wirklich das leid. Ja. Wie hieß der Hund? Rocky. Rocky, ach Gott. Ja. Es tut mir wirklich leid. Ja. Waren Sie jetzt am Wochenende beim Winzerfest in Dernau? War ich auch, ja. Wie hat das auf Sie gewirkt? Hat das Kraft gegeben? Das war lustig. Kraft, doch, es war schön, dass man was gemacht hat, aber auch nachher so ein bisschen zu laut. Vorher war ja die Messe mit dem Pfarrer Meurer, die Andacht, das war sehr, sehr schön. Und dann kam so der Trubel, der Übergang, zuerst die stille Messe, also die Andacht, und dann das Laute, so den Empfang. Ich meine, das ist ja was Tolles, dass die Linda und neue Weinkönigin dass die gekrönt werden konnte. Und das ist schon Linda Weinprinzessin, das ist einfach war was Fröhliches, was Schönes. Aber so der Übergang, das ist schon schwierig da von der Andacht dann in so ein Fest reinzusteigen. Das ist, ja, aber ansonsten war es ein schönes Fest. Wir da waren alle zusammen und ja. Das ist ja vielleicht, was diese Zeit ausmacht, der Zusammenhalt, ja, oder? Der Zusammenhalt. Der Zusammenhalt ist sehr gewachsen. Ja, dann alles Gute. Vielen Dank. Im Heimisch werden wieder. Ja. Dankeschön, können wir gebrauchen.